So, der nächste Tag ist herangebrochen. Bin jetzt wieder mit dem Mars Gauss hier, diesmal sogar mit Kopfhörer. Und habe jetzt meinen ersten kleinen Eimer mitgebracht. Und werde jetzt da den ganzen Kleinkram erstmal drin machen. Und später muss ich mir noch was Größeres holen hier für die großen Objekte. Kleinkram drin. Aber das wird niemals reichen. Der Eimer ist ja dann gleich voll. Aber immerhin schon mal ein bisschen was. Ansonsten muss ich den Eimer erstmal wegbringen. Oder ich muss halt eimerweise Zeug wegbringen. Der Glascontainer ist da hinten. Da kann man dann auch das Glas hinbringen. Batterie. In den Wäldern liegen immer recht viele Batterien rum. Kennen die Leute nix. Schmeißen alles in den Wald. Das ist eine ältere Tube hier. Naja. Die geht aber auch mit weg. Und das passt schon mal ja nicht rein. Vom letzten Jahr. Also was heißt letztes Jahr? Hier ein Stimmblättchen von der Mundharmonika. Findet man auch immer wieder. Interessanter Fund. Ich glaube, den schönen Fund, den nehme ich mit. Nein, den nehme ich nicht mit. Da habe ich genug von. Doch, den nehme ich mit. Ja, gut, das passt auch nicht. Das ist ja einmal für Kleinkram. Habe ich ja gesagt und genauso soll es auch sein. Und so habe ich es auch geplant gehabt. Dass da wirklich nur Kleinkram reinkommt. Sonst sieht hier nämlich gar nichts sauber. Oh, was kommt hier noch zum Vorschein vom letzten Sommer? Alufolie. Ach hier, guck mal, noch mehr Stimmblättchen. Ich muss diesen blauen Eimer dann hier irgendwie verstecken, weil nicht, dass jemand da jetzt auf die Idee kommt, den Eimer klaut und den ganzen Kram hier wieder hinkippt. Das Schöne ist einfach, falls ich hier noch ein Müllloch finde mit Glas, dann kann ich das auch alles einfach zu den Glascontainern bringen. So, ich glaube, das war's erstmal. Den Rest fliegt dann in Ruhe mit Pinpointer raus. Und nicht mehr jetzt. Weil hier sammelt sich eh noch mal ganz viel an. Ich werde jetzt nämlich hier noch suchen gehen. Großen Sachen muss man schauen, wie ich das mache. So, den Eimer stelle ich erstmal hier hin. Er hat ein bisschen getarnt. Hier ist direkt auch noch was, eine Feder. So, na, noch eine. Hier ist eine Feder. Das ist hier übrigens dieses MG-Nest oder ja, ich weiß nicht, ob es ein MG-Nest war. Das ist ziemlich groß. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was die vom Krieg hatten. Denn ich habe ja da vorne gleich die Hülse gefunden. Vielleicht hatten die hier eine Stellung, eine Packstellung.
Na gut. Jetzt suche ich aber erstmal im Wald weiter und schaue, ob ich heute mit dem Mars Gauss noch was Schönes finden kann. Ein Bountyzug vom Fahrrad. Vielleicht von der Bremse, die ich gefunden habe. Ich habe ja keine Bremse gefunden, ne? War ein Ständer, ein Fahrradständer. Aber da war auch eine Bremse, ein Teil davon. Aber das habe ich, glaube ich, im Sommer gefunden. Aber es scheint etwas tiefer zu liegen. Irgendwas Kleines. Könnte ja doch ein Knopf oder eine Münze sein. Ja, das ist was. War nicht besonders. Ein Stück vom Knopf. Oh, da ist nicht mehr viel von übrig. Aluminiumdreck. Dose. Noch so eine Dose. Ah. Na, noch eine davon. 55er. Und klein. Dachte ich zumindest, dass es klein war. Müll. 79er Leitwert. Klingt eher wie ein Granatsplitter. Oh, das scheint tiefer zu sein. Das ist gut. Vielleicht habe ich diesmal was Schönes. Oh, da ist es. Was ist das? Ja, das war mal ein Besteck. Wahrscheinlich ein Stück von der Kelle. Ein deutsches großes Signal. Ein Stück Bleirohr. 85er. Sind drunter versteckt. Kann ja nur Müll sein. Tja, wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Habe ich ja noch nie gesehen. Aluminium mit Nägel dran. Sieht eklig aus. Ein Wasseranschluss und ein Gelenk. Also irgendwie was. Irgendein Anschluss mal gewesen. Auf jeden Fall nicht besonders. Müll. Richtig schönes Signal. Signal kann man ja nur hoffen, dass es endlich mal was Gutes ist. Hoffnung war da. Die Hoffnung wurde zerstört. Das ist einfach nur ein Stück Aluminiummüll. Der Wald gönnt mir nichts. Dafür mache ich hier so schön sauber. Und das ist der Dank. Ah ja, hier. Ein Licht. Kerze. Und was Größeres habe ich. Ein Eckiges. Oh. Was denn? Zinkblech. Nichts. Wertvoll, das steht auf einem Stoff. Trau mich nicht dazu zerknicken. Aber das ist eigentlich nichts weiter. Habe ich schon ganz oft gefunden. So Zinkblech, wo jemand was rausgeschnitten hat. Ich habe gerade hier kurz davor noch welche gefunden. Das ist bekanntlicherweise, kennt man das auch von den Russen. Die haben oft aus diesem Blech Sachen gebaut. Im Zweiten Weltkrieg. Naja, egal. Ich nehme es mit, das kommt im Müll. Ziellasche. Und noch eine. Weil zwei ja noch nicht in Luft sind, ist hier noch eine dritte. Und wenn mich nicht alle täuscht, ist hier noch eine vierte. Warum auch immer. Haben halt vier Typen hier sich mal eine Dose aufgemacht. Ja. Nummer vier. 73er Signal, ich hab's schon gesehen. Das ist doch nicht. Hä? Nee, wart nicht. Wart nicht. Ich dachte, ich hätte eine Cola-Dose gesehen. Schon voll lauter Verzweiflung. Das ist nicht, das ist irgendwas anderes. Das ist eine Münze. Was für ein schönes Stück. Ein DDR-Pfennig. Ach nee. Hier ist überall alles voll mit den Dinger. Will nicht. Hier, eine größere. 20. 20 Pfennig DDR. Bestimmt von 1969. Jawohl. 1969. Auch wieder DDR. Das sollte doch anders sein. Aber diesmal 2 Pfennig. Ne, 5. 0. Ne, 0. 0 Pfennig DDR. 5. Keine 0.
Okay. Und noch ein DDR-Pfennig. Noch einer. Ein Pfennig. DDR. Was wünscht man sich denn mehr? Wenn wenigstens mal eine D-Mark dabei wäre. Aber das kann man ja wohl vergessen. So reich waren die damals nicht. Die hatten nur Pfennige. Für einen Pfennig hat man 10 Brötchen gekriegt. So, hier. Ein sehr schönes Signal. Und da sehen wir doch schon Müll. Eine Hülse. Ihr habt es gesehen. Eine unabgeschossene Müll. Geht auch in Müll. Muss ja hier nicht liegen bleiben, oder? Zerknickt und dann ist gut. Uah. Münze. Geil. Ein Pfennig DDR. Hab ich mir schon immer mal gewünscht. Ich habe gerade was ganz Schlimmes entdeckt. Ich glaube, das ist ein toter Frosch. Muss erfroren sein. Der Froschkönig. Oh nein. Naja, wir lassen ihn mal hier sitzen. Er wohnt hier. Und ich setze an den Wegesrand. Na gut. Also ich werde hier weiter den Wald sauber machen und Müll aufsammeln und die Natur dadurch nachhaltig Energie sparen. Ui. Also das ist ein schöner Leitwert. 79. 79er Leitwert, ganz knallig und klar. Wenn das mal nicht eine Münze ist. Also das könnte wirklich mal was sein. Sonst würde ich das nämlich jetzt nicht zeigen. Wenn das nichts ist, schneide ich es raus. Und wenn eine Münze ist, dann werdet ihr das jetzt sehen. Aber ich habe euch nur angelogen. Tut mir leid. Das ist Müll. War doch klar, dass das Müll ist. Und was ist das? Das ist auch Müll. Da gibt es nichts anderes außer Müll. Ach, noch so was. Ja, das war doch klar, weil daneben lag. Das wusste ich. Das wusste ich. Ja. Weiter geht's. Werde nicht aufgeben. Also das, könnte was sein. Hallo. Entspannt euch mal. Oh ja. Ein Gürtel. Verzierung, römisch oder katholisch. Oh, nein, Leute, das ist nicht. Das ist Müll, das ist moderner Mülldreck. Das wisst ihr auch. Der erfahrene Sonder weiß das. Auch der erfahrene Mensch. Der erfahrene Zuschauer. Also ein 82er knalliger Leitwert. Hier so schön in diesem Moos. Ist das schön. Da mache ich ganz vorsichtig. So, dann kann ich das nämlich wieder zumachen, ohne das Moos zu zerstören. Und es ist einfach nur ein dicker Zinksplitter. Irgendein Zinkmetall. So, kann ich das wieder so machen? Ne? Da wurde jemand umgebracht, ein Geflügel. Und da ist ein Signal. Ja, Kleinkaliber für die Vogeljagd. Dann wissen wir ja gleich, was hier passiert ist. Der Jäger hat hier das Geflügel erschossen und dann hat er das hier gerupft. Oder es leben hier kleine Wesen im Wald, die so
Minigewehre haben. Und die Flügel immer so wegschießen. Also die Vögel. Ja, die Spur geht hier noch weiter. Hat sich hier noch durchgeschleppt oder wurde hier lang geschleppt. Unten ist wie so ein... Naja, egal, da will ich jetzt nicht runter. Eine Straße hier. Bin schon mal noch an der Straße dran. Was ist das? Ja, wenn einer weiß, was das ist, schreibt es in die Kommentare drin. Muss jetzt gleich mal den Müll abliefern erstmal. Also hier habe ich einen 71er Leitwert, der sehr merkwürdig klingt, sehr kratzig und tief. Müsste was Größeres sein und vielleicht auch ein bisschen tiefliegend. Vielleicht ist es hier ein Müllloch. Hier ist schon irgendwie Band. Oh nee, das ist ein Müllloch. Da kommen schon Scherben raus. Das hasse ich ja sowas. Wenn das so ein modernes Müllloch ist. Nee, das ist richtig tief. Kacke. Das mitten am Weg. Wo die Leute langlaufen. Oh, was ist denn das? Weißes Porzellan. Goldrandteller. Also das könnte tatsächlich auch Geschirr sein. Aus dem Dritten Reich. Zumindest wäre das mal so ein Wunsch denken. Dass das was Wertvolles sein könnte. Meine. Heute ist erster Advent. Ach Gold. Wie gesagt, du sollst aufhören mit Rekorden, Kamera. Ja, man sieht hier die Absackung. Das könnte ein Riesenmüllloch sein. Gut, ich mach die Kamera aus. Und mach die an, wenn irgendein interessantes Objekt zum Vorschein kommt. Jetzt mach ich mir hier den Speicher voll. Aber ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen graben. Puh. Es stinkt hier übelst nach verbrannten, verschmorkelten Plastik. So, hier. Ich bin schon näher dran. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte ein Fahrradrahmen sein, könnte alles sein. Das ist schwer ranzukommen. Mach aber weiter, bis ich dran bin. So, hier kann man es sehen. Ein bisschen Licht anmachen hier. Er hat so ein bisschen die Form von einem Eimer. Könnte alles Mögliche sein. Noch ein bisschen weiter graben, um herauszufinden. Vielleicht ist es auch ein Helm. Wäre natürlich grandios. Komisches Ding. Ach Mann, Alter, das ist so tief. Ich kann nicht mehr. Doch, ich kann, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich komme so schlecht daran. Ich muss hier rinkrabbeln. Also ein Helm ist es nicht. Kann kein Helm sein. Das muss ein Gefäß sein. Leute, warum tue ich mir das nur an? Wegen euch. Weil ihr das so wollt. Weil ihr unbedingt wissen wollt, was das ist. Darum geht's euch doch. Das ist nicht der Ernst. Das ist es. Was ist das denn? Eine Krone. Eine Sonnenkrone. Passt mir leider nicht. Das kann doch nicht gewesen sein. Da war doch noch was. Das ist abgebröselt. Der Rest ist da auch noch drin. Das ist irgendein alter Behältnis gewesen. Na gut.
ist doch Wahnsinn, was ich hier mache schon wieder. Ich mache das jetzt wieder zu. Das reicht. Ihr habt gesehen, was das ist. Da aber auch nichts. Hier, moderne Schnur. Moment mal, ich bin noch hier, um den Wald zu reinigen. Ganz vergessen. Ich will ja nicht shootet finden. Ich muss einfach nur den Wald sauber machen. Gut, ich gehe zurück und lade erstmal ab. Das reicht. Das Müllloch hier, das muss ich mir dann mal mit ein paar anderen Leuten nochmal anschauen. Alleine schaffe ich das nicht, vor allem nicht mit einem kleinen Spaten. Ganz deutliches Signal. Ja, das ist es. Müll. Ich glaube, es wird langsam zu dunkel für die Kamera, kann das sein? Bisschen besser so. Hier. Fetter Klumpen. Draht. Das könnte eine Heizspirale gewesen sein, ist aus Kupfer. So, ich gehe zurück und lade erstmal den Müll ab. Bin wieder am Mülleimer angekommen. Ja, der Mülleimer ist schon voll. Und wie gesagt, der Wald ist so voller Müll. Das ist Wahnsinn. Muss ja auch nicht sein, oder? Ich hatte ja auch gehofft, dass mal ein schöner Fund mit dabei ist. Ich meine, war ja schon ein schöner Fund dabei. Gürtelschnalle, die Schuhschnalle, die ist schön. Das ist bis jetzt der beste Fund. Unendlich viel Müll. Okay. Weiter suchen. Gefunden.